Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schweizer Literaturclubs. Heute einer durch und durch europäischen Ausgabe, muss ich sagen. Denn wir haben ein Buch, das uns nach Norwegen bringt, eines bringt uns in die Schweiz, eines nach Großbritannien und eines nach Frankreich. Die Besetzung ist wie heute, wie gewohnt, Gabriele von Arnim zur einen, Peter Hamm auf der anderen. Und wir freuen uns über die Gegenwart des Autors und Journalisten Jörg Altwig, der zuletzt durch das Buch Kuhschweizer und Sauschwaben und Ach du liebe Schweiz zumindest auf dem einen Feld tätig gewesen ist, nämlich der schweren Materie Deutschland und Schweiz miteinander zu vermitteln. Und deshalb muss die erste Frage lauten, hat die Schweiz nicht eigentlich allen Grund, Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft zu schlagen? Schön wäre es. Schön wäre es und sie hätte einen Grund, sie hätte vielleicht sogar Chancen. Und die Schweiz ist fußballerisch gesehen momentan in so einem euphorischen Zustand, dass unser Nationaltrainer es ja bedauert hat, dass wir nicht im Eröffnungsspiel auf die Deutschen treffen. Ich meine, das war ein Dauerbrenner, nicht die... Ich hätte mich sehr gefreut. Ich auch. Die Schweiz vielleicht trotzdem ein bisschen weniger. Wissen Sie, wenn die Deutschen spielen, dann freuen sich die Schweizer mit jedem Land, das gegen die Deutschen ein Tor erzielt oder gar gewinnen kann. Und wenn sie dann selber gegen die Deutschen antreten mussten, dann war das nicht immer so ganz glücklich ausgegangen, die Spiele. Aber die Schweiz spielt eventuell überraschender als die Deutschen. Die Deutschen werden erwartungsgemäß wahrscheinlich weniger gut spielen und die Schweizer können uns alle noch überraschen. Das hoffe ich sehr. Das würde mich freuen. Ich würde mich aber auch über die Deutschen freuen. Und ich sage das den Schweizern, ja, nicht mit Schadenfreude, aber mit einer gewissen Überzeugung. Wissen Sie, das Bild hier in der Schweiz, dass man sich über die Deutschen macht, das ist doch sehr von Klischees und so geprägt. Übrigens, ich muss das sagen, ist das Buch Kuhschweizer und Sauschwaben aus Anlass des Fußballs entstanden. Und zwar kam mir die Idee dazu, während der Weltmeisterschaft 2002, da war ich öfter in Zürich, da war gerade Ach du liebe Schweiz erschienen und ich habe gesehen, in der Schweiz hat jede Minderheit in Zürich, also die Koreaner, die Italiener, die Japaner, alle haben, wenn ihr Mutterland gewonnen hat, gefeiert, nur nicht die Deutschen, die wagten es damals noch nicht, auf die Straße zu gehen. Und jedes Mal, wenn Fußballweltmeisterschaft ist oder wenn ein Spiel zwischen der Schweiz und Deutschland, gibt es nachher Anlass, die ganzen Beziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland aufzuarbeiten. Oder wenn es einen Schweizer Bestseller gibt, über den Sie gerade geschrieben haben, von Lewinsky-Melnitz. Und da haben Sie sogar den Satz fallen lassen, jetzt wird zurückgeschossen. Da bin ich aber dann doch zusammengezuckt. Ist es so ernst zwischen Schweiz und Deutschland? Mit den Fußbällen. Mit den Fußbällen. Gut, aber nicht mit Bestsellern. Hoffentlich auch. Ich meine, ich gönne dem Lewinsky den Erfolg in Deutschland. Ich hoffe, dass er es schafft. Ich meine, dieses Buch ist eine jüdische Familiengeschichte der Schweiz. Und dieses Buch, das kommt nach der ganzen Auseinandersetzung in der Schweiz mit der eigenen Vergangenheit. Das ist ganz merkwürdiger Zeitpunkt. Und wissen Sie, das letzte Mal, dass sich die Schweiz für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hatte, das war 1994. Dann kam die Krise, jetzt ist die Krise vorbei. Und wir haben neues Selbstbewusstsein, auch im Fußball. Sie sind außerdem ein Experte eigentlich für die französische Gegenwartskultur. Und lassen Sie mich vielleicht nur kurz fragen, die jetzige Situation, die wir in Frankreich sehen, und die uns an die Zeiten von 68 erinnert, zeigt die einen grundsätzlich anderen Charakter, zumindest was die Protestbereitschaft der Jugend angeht, oder zumindest was die Androhung eines Generalstreiks angeht, als die anderen europäischen Nationen? Sicher, das ist die französische Tradition. Ich meine, man hat in Frankreich einfach Erfahrung mit Revolten, mit Revolutionen. Man weiß, die Macht liegt auf der Straße. Man hatte in ganz Europa im vergangenen Herbst, dass die ausländischen Jugendlichen auf die Straße gingen und wirklich die Autos brannten. Das ist ja noch nicht erreicht worden, dieser Zustand im Moment. Aber damals hatte man auch in Frankreich mit einer großen Gelassenheit auf die ganze Revolte reagiert. Also man nimmt das ein bisschen gelassen zur Kenntnis. Aber natürlich muss man sagen, Frankreich ist gegenwärtig in einem schlechten Zustand. Also es ist offensichtlich nicht reformfähig und die Jugend ist auch so ein Bremsfaktor geworden. Also die Jugend war auch gegen Europa und das war schon ein schlimmes Zeichen. Sie stellen einen Autor vor und wir haben uns, glaube ich, alle gefreut, dass der mal in dieser Sendung vorkommt, nämlich Georges Simenon. Und das werden wir am Ende der Sendung machen. Aber sagen Sie bitte vorab, Sie sind Simenon mehrfach begegnet. Können Sie uns versuchen, in kurzen Zügen ein Charakterbild von ihm zu geben? Ein Bild dieser Begegnung? Ja, ich habe Simenon, ich war ein junger Journalist und ich habe Simenon mehrmals gesehen. Er hatte damals mit dem Schreiben aufgehört, hatte zurückgezogen in Lausanne und er begann mit dem Diktieren seiner Memoiren.
Er beschäftigte sich mit sich selbst und er war ganz glücklich, wenn irgendjemand zu ihm kam. Und ich verdanke es ihm nur übrigens auch den größten Scoop meiner journalistischen Laufbahn. Der war? Das war die Geschichte mit den 10.000 Frauen. Ach so, das, mit denen Simenon angeblich genau, hat, das wird genau hängt ihm das, heute an. Er hatte das, damals war gerade der Film Casanova von Fellini entstanden und Simenon war ein großer Fan von Fellini, sie hatten sich auch gekannt und Simenon hat zu einem, ich glaube es war ein Bildband von Fellini vorgeschrieben und sich darin zu diesen 10.000 Frauen bekannt. Das hat natürlich niemand gelesen. Und mir hat er das in einem Interview erzählt, das ging auch mal irgendwie durch die Presse, wurde aber überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Und dann habe ich dieses Interview, ein neues Interview, damals in der Tat veröffentlicht, das war ein Boulevardblatt, übrigens damals von Roger Schawinski geleitet. Und von da an ging die Geschichte wirklich über die Agenturen und durch die Welt. Also ich hatte dann auch Anrufe von einer englischen Boulevardzeitung, ich glaube es war die Sun, die mich nach der geheimen Telefonnummer von Simenon erkundigte. Die sollen sich mal lieber für die Frauen interessieren. Wahrscheinlich. Haben Sie sich mal gefragt, ob das technisch geht? 10.000 Frauen in einem Leben? Ich bin nicht sicher. Ich habe nie nachgerechnet und ich weiß es auch nicht. Also es ist mir, aber auch, es ist mir auch egal. Aber Simenon hat behauptet, es sei... Er hat nachgerechnet. Er hat nachgerechnet und hat auch gesagt, es sei wirklich die Wahrheit. Also das sei schon, er käme in etwa auf diese Zahl. Das scheint euch doch aber jetzt schwer zu beunruhigen. Ja, das ist natürliches Konkurrenzverhalten, was wir Simenon gegenüber haben, oder? Ja. So sind Männer. Wir kommen zu Simenon. Aber jetzt kommen wir zu Gabriele von Arnim, die hier das moralische Gleichgewicht wiederherstellt. Und über ein Buch berichtet, in dem solche Themen eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Die Liebe schon, aber nicht das Zählen. Also Per Pettersen, 1952 in Oslo geboren, ein Schriftsteller, der bei uns eigentlich noch relativ unbekannt ist. Völlig zu Unrecht, wie ich finde. 1999 kam ein Buch heraus, Sehnsucht nach Sibirien, und jetzt bei Hansa dieses neue Pferdestehlen heißt es. Wirklich kein sehr verführerischer Titel, aber ein verführerisches Buch, weil es geschrieben ist in einer ganz großen Ruhe und gleichzeitig spannend zu lesen, und das ist eine, wie ich finde, fantastische Mischung. Der Ich-Erzähler Trond ist 67, verwitwet, zieht sich zurück in die Abgeschiedenheit. Nicht, weil er resigniert ist, sondern weil er sich das eigentlich immer schon gewünscht hat. Kauft sich ein Haus, was relativ heruntergekommen ist, so hat er viel zu tun. Das heißt, der Sinn des Lebens für die letzten Jahre ist auch schon garantiert. Weil wenn man was herrichtet, geht es einem ja gut, es macht ja Sinn. Er hat einen Hund, er hat Birkenscheite für den Ofen, er hat den Himmel, den See, einen wunderbaren Blick. Also es geht ihm auch richtig gut mit sich selber, bis er seinen einzigen Nachbarn trifft, der 200 Meter entfernt wohnt, auch in einer Hütte, auch allein, auch mit Hund. Und den er zu kennen glaubt. Und auf einmal werden Erinnerungen wach an einen Sommer, der schon über 50 Jahre zurückliegt. 1948, das war ein Vater-Sohn-Sommer. Da war Sohn Trond mit seinem Vater im südlichen Norwegen nahe der schwedischen Grenze. Und sie hatten einen wunderbaren Sommer zusammen und sind auf weichem Waldboden gegangen und war in einer Welt, die war gläsern schön und seltsam erleuchtet, wie es hier heißt. Und haben viele Dinge zusammen gemacht, haben gemäht, haben geflößt, sind auf entrindeten Baumstämmen balanciert. Es ist aber die ganze Zeit in dieser Idylle irgendein Geheimnis. Sie ist nie heimelig. Es ist irgendeine Bangigkeit darin. Und Per Pettersen kann auf eine grandiose Art und Weise dramaturgisch Dinge versetzen. Und hat in diesem Fall auch zum Beispiel in die Idylle sehr schnell kleine, grausige Akzente gesetzt. Also da gibt es diese eine Szene, wo der Jugendfreund von Trond Jon, beide ungefähr gleichaltrig, ein makelloses Vogelnest mit bloßen Händen zerdrückt und die Eier zerquetscht und dabei Würgelaute eines Tieres ausstößt. Und man liest das und denkt, um Gottes Willen, ist dieser Junge irgendwie brutal oder will er seinem Freund aus der Stadt imponieren oder was ist es? Er erfährt dann erst später den Grund für dieses Verhalten. Er hat nämlich seine Flinte zu Hause stehen lassen, entsichert, und sein kleiner Bruder hat die Flinte genommen, ziellos geschossen und damit seinen Zwilling getötet. Und dieser Junge, der geschossen hat, ist nun sein Nachbar. Das heißt, jetzt entfaltet sich langsam diese ganze Geschichte und wir erfahren, dass Trons Vater im Widerstand gewesen ist, erst nur Papiere, dann auch Flüchtlinge über die Grenze nach Schweden geschmuggelt hat. Und das alles zusammen mit der Mutter von diesem Jon und dem Lars, die sich dann auch verlieben, sodass irgendwann Trons Vater verschwindet, nach diesem Sommer nie mehr zurückkommt nach Oslo zu seiner eigenen Familie. Und die beiden Männer wissen voneinander nun, wer sie sind. Sie sagen, ich weiß, wer sie sind, und sprechen nie über diese Vergangenheit. Das ist absolut kein Thema. Ob sie nun die Gegenwart sich bewahren wollen, weil sie zersägen Bäume zusammen, sie vespern zusammen, sie trinken Kaffee zusammen, aber sie sprechen nicht über die Vergangenheit.
Also das sind alles, es gibt unglaublich viele Themen, über die man sprechen kann in diesem Buch. Wunderbare Szenen. Es ist in einer so wasserhellen Sprache geschrieben. Es ist ein Buch über Liebe, Tod, Verrat, Politik, sehr viel Vater und Sohn. Ist natürlich auch eine große Vatersuche, weil ja Trondheim sein Leben lang diesen Vater dann vermisst hat, mit dem er diesen herrlichen Sommer hatte. Roger wird schon nervös. Ich würde gerne noch viel mehr reden, aber jetzt höre ich auf. Ganz gelassen. Ich höre so gerne zu. Ich war gerade in Gedanken bei Knut Hamsun, weil ich nicht sicher war, ob du jetzt sagen würdest, diese Brücke schlagen würdest, dann schlage ich sie. Also den anderen großen norwegischen Erzähler, den jeder kennt, Knut Hamsun, an den denkt man, glaube ich, dauernd. Auch weil er die Fähigkeit hat, eine Geschichte zu erzählen, indem er letztlich sie nicht oberflächlich erzählt, sondern die Unterströmungen. Es gibt so einen Satz von Musil über Knut Hamsun, er hat die Natur geistfähig gemacht. Und das, an diesen Satz musste ich hier denken, denn die Natur ist so omnipräsent und ist so klug. Die ist übrigens auch zwischendurch durch diese Ausbrüche von Gewalt, von Zerstörung der Idylle, wie mit dem genannten Vogelnest und der Zerquetschung dieses jungen Eis zu sehen. Das finde ich, das erinnert wirklich an Hamsun. Du gucktest eben skeptisch? Nein, nur weil ich glaube, wenn, da muss man sagen, der frühe Hamsun, der späte Hamsun wurde ja ziemlich blubohrhaft, also blut- und bodenhaft auch. Und damit hat es nun gar nichts zu tun. Ich finde es ein ganz erstaunliches Buch, weil ich glaube, fast jeder andere Autor hätte aus diesem Stoff ein ganz lautes, grelles, anklagendes, pathetisches Buch gemacht. Und dieses Buch ist ein ungeheuer leises Buch, wo auch die Katastrophen so lautlos geschehen, dass man sie fast übersieht oder überhört beim ersten Lesen. Ich musste also dann doch manches zweimal lesen. Wenn die Personen, wie die miteinander umgehen, also wenn man von Einsilbigkeit sprechen würde, dann wäre das noch ein Euphemismus. Es ist tatsächlich eine ungeheure Stummheit hier. Und wenn man aber die Fakten einmal addieren würde von den schlimmen Dingen, dann käme eine griechische Tragödie raus. Die Tragödie beginnt ja schon mit dem historischen Hintergrund, in der die Jugend von Trond stattfindet. Das ist die Besetzung Norwegens durch die Deutschen. Der Trond hat bereits einen Onkel verloren, von den Deutschen erschossen. Dann wird vor den Augen seines Vaters wird einer dieser Illegalen, die der Vater über die Grenze nach Schweden schaffen soll, erschossen. Dann dieser Jugendfreund Jan mit diesem Vogelmord, diesem brutalen und was daraus dann folgt. Ich glaube, es war umgekehrt, dass dann erst der Zwillingsbruder erschossen wurde. Ja, vorher, deswegen hat er ja das. Dann erlebt dieser Trond diesen Liebesverrat seines Vaters. Ganz unauffällig, der Vater hat dieses Verhältnis mit Jans Mutter und geht mit ihr nach Schweden. Und der Mann verrät wiederum seine Frau. Ja. Und macht es unmöglich, dass einer überlebt. Man könnte jetzt ganz viel weitermachen mit lauter Dingen. Ich finde nur interessant, weil das ist bei dir nicht so ganz rausgekommen oder ich habe es nicht so richtig verstanden. Es wird ja vom alten Trond auserzählt, der diese Einsamkeit gewählt hat. Aber diese Flucht ist ja auch eine Flucht in die Einsamkeit. Und vor allem ist es eine Flucht in eine Überordentlichkeit. Dieser Mann hat diese Überordentlichkeit ist nichts anderes als verkappte Angst. Dieser Mann hat ständig Angst vor einem Absturz. Das wird aber nur ganz leise einmal angedeutet. Und der Titel des Buches, also Pferdestellen, der signalisiert natürlich das andere als Ordnung, Unordnung, sogar Kriminalität, aber auch Freiheit. Und das Interessante ist, dass der Vater von Trond dieses Wort Pferdestellen als Code nimmt in seiner Widerstandstätigkeit. Ich sehe das übrigens nicht so, dass der nur aus Angst besteht. Nur weil er sich sozusagen abends, wenn er aus seinem Garten kommt und so in seinen Bäume sägen kommt und so sich eine frische Hose anzieht und ein weißes Hemd anzieht. Ich finde, das ist etwas, was man, erstens kennt man das aus Kolonialgebieten, dass die Leute sich immer, um nicht irgendwie zu verkommen, sehr elegant angezogen haben. Und wenn man alleine lebt, glaube ich, ist es häufig so, dass man sagt, ich darf nicht verkommen, also ziehe ich mich um und koche mir ein Essen und stelle auch eine Kerze auf den Tisch. Ich glaube nicht unbedingt, dass das mit Angst zu tun hat. Ich finde gerade im Gegenteil, ich finde so faszinierend, dass dieser Mann diese Erinnerungen zulässt, die ihn beunruhigen. Aber hat nie etwas von irgendeiner Art von Selbsttherapie, weil sie zerstören ihn nicht und sie sollen ihn nicht einmal heilen. Weil er hat seine Ruhe gefunden. Er sagte mal, ich war der Junge in den Goldhosen, weil er hat letztlich ein gutes Leben gehabt. Obwohl der Vater ihn verlassen hat und er unglaublich gelitten hat unter diesem Verrat. Und er hat diese Schicksalsschläge, hat sie akzeptiert in dem Moment. Es ist auch ein Buch der Vorbereitung auf das Sterben und das strahlt eine große Gelassenheit und Weisheit auch aus. Und was man sagen kann dazu, es ist wirklich einfach
gut geschrieben, es ist gut erzählt. Und die Geschichte, die besteht aus verschiedenen Teilen. Also erzählt auf zwei Ebenen zeitlich. Und die einzelnen Vorfälle, die Sie geschildert haben, die greifen so wahnsinnig schön ineinander hinein. Also es ist einerseits kompliziert, andererseits verliert man den roten Faden überhaupt nie in diesem Buch. Obwohl es lauter Zeitsprünge gibt, die durch Überblendungen geleistet werden. Ich erinnere mich bei dem, was du sagtest über das Tragische, an diesen schönen Satz, die Erfahrung, nicht die Hauptperson im eigenen Leben zu sein. Ja. Also die Verhältnisse sind größer als das Individuum. Satz ist David Copperfield von Dickens, er liest es immer wieder. Er möchte die Hauptperson in seinem eigenen Leben sein, aber er ist es eigentlich nicht. Er hat große Angst, dass seine Ordnung gestört wird. Er hat zwei Töchter, er denkt fast nie an sich und plötzlich taucht eine bei ihm auf für einen halben Tag. Und er fühlt sich eher gestört von dieser Tochter. Das ist schon sehr merkwürdig. Ja, weil er in seinem Leben so viel erduldet hat, ist er eine sehr passive Figur gewesen. Und dieser Rückzug am Schluss seines Lebens in dieses Haus, das er auch renoviert, das ist ja auch ganz wichtig, nicht, dass er dieses Haus, dieses baufällige Haus neu renoviert. Das stand ja lange leer und niemand wollte vom Dorf da in dieses Haus einziehen, obwohl es so schön gelegen ist. Und ich glaube, in diesem Moment wird er aktiv und er bestimmt seine Rolle im Leben erstmal selber. Richtig, und ist alleine und offenbar ist der Tod seiner Frau hat ihn ja wohl sehr mitgenommen. Die Frau ist auch insofern, gestorben. Seine Schwester ist gestorben und insofern braucht er einmal jetzt diese Ruhe. Er hat sein ganzes Leben offenbar, wie gesagt, auch doch sehr aktiv auch gelebt, war ja wohl irgendwie angestellt, ist viel gereist. Und braucht jetzt diese Ruhe und sagt, ja, er hat sein Leben lang sich immer danach gesehnt, irgendwann wieder einsam zu leben. Aber Gabriele, es ist ja auch ein merkwürdiger, vom Vater vererbter Männlichkeitswahn. Es gibt ja eine Schlüsselszene, für mich Schlüsselszene, der Junge träumt, soll die Brennnesseln mähen und macht es nicht, weil er Angst hat, sich zu verbrennen. Dann kommt der Vater, langt mit bloßen Händen in die Brennnesseln rein, zupft sie aus und sagt zu ihm, du entscheidest schließlich, wann es weh tut. Dieser Satz ist der letzte Satz und das Leitmotiv ist durchs ganze Buch. Und das ist eigentlich ein ganz fürchterlicher Satz. Das ist, da möchte man natürlich Herr des Schicksals sein, Hauptperson seines Lebens, aber das ist man nicht so. Ja, und dann auf eine wunderbar subtile Art und Weise rächt sich dann ja der Sohn. Es gibt ja diese eine Szene beim Flößen, wo er plötzlich neben der Geliebten seines Vaters steht, ahnend schon, dass zwischen den beiden etwas geschehen ist und etwas geschieht, und sie auf einmal in den Arm nimmt. Und das ist eine so schöne Szene, weil er sieht diesen entsetzten Blick seines Vaters. Er selber ist eigentlich noch viel zu jung, um wirklich irgendwie viel zu fühlen, ahnt aber, dass da etwas Neues gerade auch in ihm geschieht. Das hat nichts von irgendeiner pubertären Geilheit, sondern das ist wirklich eine ganz, ganz zarte, schöne Szene, aber gleichzeitig mit einer bisschen Bösartigkeit natürlich auch gegen den Vater. Da dachte ich fast an Gottfried Keller. So zart ist das, diese Szene mit der Sennerin, wo der Junge nachts aufwacht, sein Vater ist nicht da. Er geht los und schläft in einem Stall ein und plötzlich ist diese Sennerin da. Das später erlebt er das mit dem Vater und Jons Mutter. Aber das ist Gottfried Keller Stimmung. Das Buch verführt so sehr, das Stoffliche wiederzugeben, wie dargestellt. Trotzdem finde ich, dass die größte Suggestion eine atmosphärische ist, die mit Naturschilderung zu tun hat, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die damit zu tun hat, dass man es liest, als käme es aus einem anderen Kulturkreis. Es ist innerhalb der Literatur kaum ein Kontinent bearbeitet worden, der sich so anfühlt, der so riecht, der so atmosphärisch aufgeladen ist wie dieses Norwegen, was völlig ländlich ist. Es ist ja eine völlige Abwesenheit von Großstädten eigentlich auch darin. Also ich hatte dauernd das Gefühl, Neuland zu betreten, literarisch Neuland. Das hat man sehr selten. Ich glaube, wir sind alle eigentlich richtig begeistert von dem Buch, oder? Absolut, ja. Das ist ein ganz großes Große Entdeckung. Ja, mir war der Autor völlig unbekannt. Ich finde es wirklich außergewöhnlich. Und das ist diese unglaubliche Gelassenheit, mit der er erzählt. Und das noch in dieser schönen Sprache, das ist einfach unwiderstehlich. Es ist auch was Zeitloses, das Buch. Ich meine, die Gegenwart beider zeitlichen Ebenen ist da wirklich ausgeblendet. Und es gibt ein paar schöne Stellen im Buch. Auch der Mann, er ist nicht weg von der Welt. Er hört BBC World, einfach damit in Norwegen nicht vorkommt. Und es gibt über die Gegenwart gibt es nur ganz wenig Bemerkungen, aber eine zum Beispiel über den Film. Da sagt er an einer Stelle, im Film wird nicht mehr gearbeitet. Und er sagt, ich will nicht unterhalten werden. Es sind so ein paar Sätze drin, Und ich finde, das war noch eins, was ich ganz wichtig finde. Die beiden Männer, wie gesagt, die sich ja nun einander erkannt haben und nie darüber sprechen, obwohl Trond schon sehr gerne wissen möchte, ist mein Vater nun eigentlich bei euch geblieben oder nicht, fragt er ihn das nie.
Und dieses Buch lässt unglaublich viel Raum für Leserfantasie. Und das finde ich ganz fantastisch. Man kann sozusagen, man kann ganze Romane selber noch schreiben, während man das Buch liest, also im eigenen Kopf. Und bei dem Lars ist ja auch wieder eine Tragödie, nicht nur, weil er als Kind seinen Zwillingsbruder erschossen hat, sondern wir erfahren ganz nebenbei, wie alles hier nebenbei ist, erfahren wir, dass er seit seinem 20. Lebensjahr nichts mehr von der Mutter gehört hat. Er weiß nicht mal, ob sie lebt. Und das fällt natürlich wieder als Schuld auf Trons Vater zurück, weil er Jons Mutter sozusagen entführt hat. Ja, also ich glaube, wir haben es vermittelt. Es ist ein bemerkenswerter Titel. Es ist auch ein Buch, was ziemlich alleine steht innerhalb der Neuerscheinungen. Ein im Grunde genommen in keiner Weise modernes Buch, aber trotzdem ein kühnes. Trotzdem in vielerlei Hinsicht ein radikales Buch. Das nächste Buch, das wir vor uns haben, ist auch kein wirklich großstädtisches Buch, aber die Kulisse der Großstadt erhebt sich hinter dem, was wir hier erfahren. Es handelt sich um Patrick Hamiltons Buch Sklaven der Einsamkeit, erschienen bei Dörlemann und nach Hangover Square, was ein großer Erfolg und auch ein Überraschungserfolg gewesen ist, die zweite Ausgrabung dieses 1904 geborenen britischen Autors, der manchen vielleicht bekannt sein wird, und so wird es gesagt, als Lieblingsautor Alfred Hitchcock, sagen wir eher, er hat Cocktail für eine Leiche geschrieben und Hitchcock hat das hinterher verfilmt. Das kann man übrigens, wie ich finde, daran erkennen, dass er ein meisterlicher Dialogschreiber ist, der sehr genau weiß, wie er Charaktermasken entwirft und wie er sie auch über einen Roman entwickelt. Dieser Mann beschreibt uns eine von allen Helden befreite Geschichte am Rande des Blitzkrieges in London. Eine 39-jährige Verlagsangestellte, der wir nicht zu nahe treten, wenn wir sagen, sie ist ein Spätchen. Sie ist ein etwas, ja, leider, also sie ist nicht zufällig 39. Sie ist irgendwie ein bisschen blaustrümpfig und sie ist ein bisschen glanzlos und sie ist ein bisschen ungeschickt in der Art, wie sie liebt. Und das Spießertum hat in ihr eine schöne Verkörperung gefunden. Und sie wird aber mit dieser seelischen Konturierung in eine Pension entlassen, in der sie nun zunächst unterkommt, weil sie Angst haben muss vor der politischen Situation in London. Und in dieser Pension, die mich sofort an Julian Green und Leviathan erinnerte, also ich liebe Pensionsromane, weil da gibt es immer fürchterliche Wirtinnen und da gibt es einen Trinker und es gibt jemand, der den Frauen hinterher ist und eine Frau mit schlechter Gesinnung und die sind alle hier. Es sind alles Typen, die stark konturiert sind, die wir sofort erkennen. Und dieses Spätchen, die noch dazu Roach heißt, und Roach ist fast sowas wie Schabe im Englischen, also Roachy wird sie auch manchmal genannt, die findet sich nun in einem merkwürdigen Milieu, das zu ihrer eigenen Entgrenzung beiträgt. Sowohl, weil sie plötzlich denkt, sie sei verliebt, was sie vielleicht ist, vielleicht auch nicht ist, dann hat sie eine Konkurrentin doch, die sich den möglichen Liebhaber dann angelt. Diese Konkurrentin ist unter anderem eventuell eine geheime Faschistin, die eigentlich mit den Deutschen zusammenarbeitet, das zumindest wird nahegelegt. Wir haben also das Gefühl, dass dieses Milieu immer diffuser wird, dass es auch in mancher Weise immer bedenklicher wird und dass es ihr abnötigt, die eigene feste Konturierung allmählich zu verlassen. Und der Roman entwickelt, wie ich finde, auf sehr subtile Weise und auf äußerst unterhaltsame Weise. Es ist ein wirklich hocherzählerisches Buch, finde ich. Entwickelt er dieses Milieu bis zur Katastrophe eigentlich. Und die Katastrophe, die wir nicht vorwegnehmen wollen, glaube ich, endet zumindest damit, dass sie diese Pension verlassen muss. Wir sehen sie ganz zuletzt in einem feinen Hotel in London, in das sie durch merkwürdige Umstände gekommen ist, und der Blitz, der berühmte Blitzkrieg, der wird mit dem letzten Satz eigentlich nur zitiert, wo es nur heißt, sie wusste nicht, dass in wenigen Tagen über London Raketen einschlagen würden und so fort. Also dann bricht endlich die Katastrophe wirklich ein. Hamilton, hochinteressanter Mann, verkehrte mit der Londoner Halbwelt, ist immer nachts mit dem Fahrrad in die Viertel der entsprechenden Rotlichtbereiche gefahren, kennt sich im Milieu aus und starb an der Leberzirrhose, weil er zuletzt ohne Alkohol nicht mehr schreiben können. Machen Sie es nicht nach, aber lesen Sie das Buch. Du hast natürlich jetzt die Latte sehr hoch gehängt mit der Erwähnung des Namens Julian Green. Und ich dachte an drei Greens. Ich dachte an Henry Green, ich dachte an Graham Green und vor allem an Julian Green. Und dachte immer, was hätten Sie aus dem Stoff gemacht? Nein, als letztes Jahr der Dörlemann Verlag dieses Hangover Square rausbrachte, da habe ich das Gefühl gehabt, das ist wirklich eine große Ausgrabung. Das war ein beklemmender Trinkerroman, der neben dem größten englischen Trinkerroman bestehen konnte, neben Malcolm Lowrys Vulkan. Mhm. Und warum war er so beklemmend? Weil man immer merkte, dass der Autor selber
mitsprach, wenn er von anderen sprach, wenn er vom Trinken sprach sowieso, aber auch wenn er von einer hoffnungslosen Liebe zu einer Femme Fatale sprach, die eigentlich nur böse Spiele mit ihm getrieben hat und ihn verachtet hat. Diese bösen Spiele gibt es ja nun hier, weiß Gott, auch in dieser Pension. Aber warum ich nicht wirklich in diesen Roman sozusagen hineinkam, war, weil der Autor selber nicht drin ist. Im Gegensatz zu Hangover Square ist er ganz außerhalb. Er ist wie jemand, der Marionetten führt, aus der Kiste holt, sie wieder in die Kiste steckt, schaut immer von oben auf sie herunter, auch übrigens mit ein bisschen Verachtung. Und ganz typisch dafür ist, dass er jeder dieser Figuren, wenn sie auftritt, eine Art Steckbrief anheftet oder ein Etikett. Die Figur ist so und so und so wird sie auch bleiben. Sie hat keine Chance. Es wird sich nie ein Raum öffnen, dass etwas anders ist. Dieser Determinismus ist für mich ganz entsetzlich, mit einer Ausnahme. Es gibt eine ganz unauffällige Figur in dieser Pension. Ich weiß gar nicht, heißt Herr Pent oder was, der am Schluss dann plötzlich in einem Vorstadttheater in London hunderte von Kindern als Schauspieler, sicher als schlechter Schauspieler, aber entzückt. Und da hat man das Gefühl, einmal öffnet sich ein Raum und das ist nicht dieser Determinismus, der sonst am Werk ist. Nee, das habe ich eigentlich gar nicht so empfunden, dass es deterministisch, weil Miss Roach ja zum Schluss auch aufbricht in etwas Neues. Insofern. Glaubst du? Also ich fand nur am Anfang, habe ich gedacht, ach du liebes bisschen, der macht es sich aber einfach. Der holt sich sozusagen, also ein skurriles Personal, klaubt er sich aus der Menschheit. Und das ist natürlich sehr viel einfacher zu schreiben, weil es ist immer einfacher, bissig zu schreiben, wenn ich irgendwie diese leicht bekloppten Menschen habe. Bin dann aber dem Autor absolut verfallen, weil der so einen glasklaren Verstand und hat und eine so glasscharfe Prosa schreibt. Und wie er diese Frau beschreibt, er ist wirklich, also er kriecht ihr nicht nur ins Hirn und in die Seele, sondern man hat das Gefühl, der tanzt auf ihren Nervensträngen. Und es ist, die redet manchmal oder denkt manchmal ganz vernünftig und dann wieder tölpelt sie durch die Gegend. Und er ist immer dran, er ist immer dabei. Er lässt sie wirklich nicht eine Sekunde sozusagen aus den Augen. Und das ist so faszinierend, wie innerhalb eines Atemzugs er genau beschreibt, was mit ihr gerade passiert, was sie gerade denkt. Die sich natürlich auch unendlich selbst quält, weil sie sagt, warum ist es denn so? In den Schulzeiten, sie war ja mal Lehrerin, haben sie mich immer Roachy genannt und immer bin ich die Zielscheibe und also irgendwie das Gefühl hat, sie ist eine wirklich kleine, dumme Küchenschabe und alles liegt nur an ihr. Und dann wieder sagt, warum ist es doch einfach, ich meine, warum muss ich eigentlich mit dieser anderen Person, dem amerikanischen Soldaten zusammen auf einer Bank zu dritt mich knutschen? Ich meine, ist das eigentlich nicht unter meiner Würde? Also so, dieses ganze Gegeneinander, es ist ganz, ganz, ganz filigran geschrieben, ganz engmaschig gestrickt, der Text. Das ist schon sehr spannend. Ja, ich finde auch. Und interessant ist, ich glaube auch, der Titel ist schlecht gewählt. Also es sind ja gar nicht unbedingt Sklaven, diese Leute, die in dieser Pension leben. Im Gegenteil, durch diesen Ausnahmezustand des Krieges beginnen sie ihre ganz banale, alltägliche, persönliche Geschichte zu leben. Die haben doch in irgendwelchen Bahnen funktioniert, diese Leute. Und durch diese Tatsache, dass sie in diese Wiklo, diese Pension zusammengewürfelt wurden. Ich meine, es findet auch ein kalter Krieg statt zwischen den Leuten dieser Pension. Und das ist doch unglaublich spannend mit den Machtspielen, mit den Intrigen. Also wie das, auch wenn er die Fäden zieht, der Autor, er ist vielleicht schon allmächtig. Aber ich finde das also auch sehr gut gemacht. Und die Charakterisierung der Personen, wie er die Figuren beschreibt, also das ist große Klasse. Es beginnt ja auch mit Fakes heißt, glaube ich, der Mann, dieses Ekel da, dieser, der dann auch der Verschluss ist im Grunde. Genau, und der Wunderer von Hitler. Aber die erste Szene, die erste Diskussion in der Pension, die geht ja um die Russen, nicht? Und da nimmt er auch den Kalten Krieg ein bisschen vorbei. Die Russen werden uns alle gleich machen, sagt er. Und es sind schon ein paar Dinge drin, es sind so diese kleinen Grausamkeiten der Menschen untereinander. Also diese beiden Frauen, die dann zum Schluss irgendwie beide diesen Leutnant, diesen amerikanischen Leutnant haben wollen. Und die eine, wie gesagt, ja Deutsche ist. Und wo dann die empörte Miss Roach irgendwann sagt, mein Gott, ist sie nicht Ribbentropsch? Hat er es nicht genauso gemacht? Macht. Also sie letztlich als Deutsche denunziert und sagt, der hat sich doch auch eingeschmeichelt erst und dann. Und dann plötzlich die Weltpolitik Miss Kugelmann hineinsetzt. Also das sind schon wunderbare Szenen. Also das sind auch Leute, die vor dem, zum Beispiel diese Miss Roach hat sicher vor dem Krieg nie getrunken. Die beginnt damit im Krieg, in diesem Ausnahmezustand, in dieser Pension. Ja. Und der Alkohol, der hat ja auch irgendwie eine enthemmende Wirkung. Die Leute kommen erst durch dieses Trinken zu sich selber. Und sie werden irgendwie zu den Figuren der Literatur. Ganz was Besonderes. Und zur Entwicklung, Peter, die Entwicklungslinien sind manchmal sehr leise gewählt, hatte ich das Gefühl. Zum Beispiel, die Heldin
stolpert wider Willen in eine von vornherein unseriöse Liebelei mit einem amerikanischen Soldaten hinein, der sich als Schürzenjäger erweist und der, wie wir erfahren, noch ganz andere Liebschaften hat, sogar ihre Konkurrentin. Jetzt, aber eine schöne Figur. Eine sehr schöne Figur. Jetzt geht sie hin und nähert sich dem immer mehr an und man hat das Gefühl, sie gerät auch in Wallung. Und in dem Augenblick, wo die Wallung begonnen hat und wo sie bereits betastet wurde auf der Parkbank, wird ihr plötzlich eine zweite Person an die Seite gelegt, die Viktoria Kugelmann. Jetzt denkt eine Deutsche. Jetzt denkt man, nicht nur die Rivalität zwischen den beiden Frauen könnte apart werden, sondern es müsse zu einem Gefühlsdrama auch auf Seiten der Heldin kommen. Das ist aber nicht der Fall, sondern die kann diese Leidenschaft wieder runterkühlen und wickelt die Liebesgeschichte gewissermaßen ab bis zu dem Punkt, wo sie es ist, die am Ende ihm einen Korb gibt, sodass sie am Ende mit relativ gewaschenen Händen aus dieser ganzen Geschichte rausgeht. Etwas, was wir erstmal nicht erwarten, was der Autor aber durch minutiöses Verschieben in Millimetereinheiten dieser Psychologie so hinkriegt, dass wir es absolut glaubwürdig finden und er nicht den Effekt wählt, sondern die Wirkung. Mhm. Ja, was ihr natürlich ein bisschen leichter fällt dadurch, weil dieser junge Soldat ja davon träumt, dass er zu Hause eine Laundry, eine Wäscherei aufmachen möchte. Ja. Das reizt sie dann doch nicht so ganz. Obwohl irgendwann sagt sie, naja, Queen of the Laundry wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Und obwohl das wunderbar ist, dass auch erotische Phänomene gerne anschließend durch die Handlung des Waschens begleitet werden. Also erst wird geküsst und betastet und dann geht sie hin und wäscht sich die Strümpfe. Und sowas liebe ich immer. Da ist das Leben wieder mittendrin, oder? Ich finde übrigens, weil du vorher den Stil so gerühmt hast, ich finde ihn sehr uneinheitlich. Also es gibt eine, was mich am meisten stört, ist, wenn er so seinen eigenen Stil immer geradezu genussvoll ausstellt und wenn er dann so etwas trieft nach dem, was der Simenon Literaturfett nannte, was man immer zu streichen hat. Und es beginnt tatsächlich mit dem ersten Satz und den will ich schon mal vorlesen, der erste Satz, weil er ihn auch noch strapaziert, diese fatale oder schlechte Metapher. Der erste Satz heißt London, das kauernde Monster, muss atmen wie alle Monster und es atmet auf seine Weise arglistig und verhohlen. Und in der nächsten Seite, ist in einem Abschnitt, gibt es dreimal das verdorbene Mondlicht und auf der nächsten Seite wieder gibt es etwas, was ein reiner Nonsens ist, da geht sie den Fluss entlang, denn der Fluss, offen, fließend und aus Wasser, gab ihr das unbewusste Gefühl, flüchtig entrinnen zu können. Das ist also ein purer Unsinn. Der Fluss, also Flüsse sind aus Wasser. Peter, aber das ist nicht gerecht. Denn erstmal, das kann man, glaube ich, mit fast jedem Buch machen. Und zweitens erweckt es den Eindruck, als sei es ein symbolisches Buch. Und das ist genau das Gegenteil. Ist der Fall. Er bleibt nicht bei dem Stil. Nein, er bleibt überhaupt nicht. Das habe ich nie behauptet. Nein, aber ich meine, es erweckt es den Eindruck bei solchen Stellen. Das ist typisch für das Buch. Also das ist wirklich diese Metaphern arm. Irgendwie etwas nervig. Aber er schreibt eigentlich mit Metaphern arm, er ist eigentlich ein Realist. Ja. Er ist einer dieser schönen Salonautoren Großbritanniens, die etwas können, was die Deutschen kaum jemals hingekriegt haben, nämlich leichtfüßig in der Konversationskunst präzise zu gucken und unterhalten zu sein. Ich fand nur den Schluss so weich, den habe ich überhaupt nicht verstanden. Plötzlich ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich meine, der eine Kerl ist tot, den hat sie mal kurz die Treppe runtergeschubst. Aber ich meine, das ist ja... Er stirbt zufällig. Nach einem kurzen Stoß und der Mediziner sagt, aber es hat nichts damit zu tun. Von der schüchternen Schabe, die irgendwie, wenn sie dann in Wallung gerät, dann wird sie auch wirklich wütend und muss leider, wie gesagt, Herren die Treppen runterstoßen. Das ist im Leben aber trotzdem auch so. Man stirbt an den Schaben. Nachher ist es, sie hat plötzlich irgendwie einen Freund in Mr. Press, sie hat einen Gönner in ihrem Verleger, sie wohnt im wunderbaren Hotel, sie macht eine Erbschaft. Ja. Alles ist plötzlich, das habe ich nicht verstanden. Ja, sie macht dabei eine Erbschaft über 500 Pfund und die verwendet sie dazu, eine Nacht in einem Noblen, die ist nicht ausgezahlt. Also das Ganze ist ein Fake und sie wird eigentlich in ihr persönliches Drama entlassen, denn es ist der Krieg, der sich über sie beugt. Ja, gut, und ich fand wunderbar, mit einer stillen Szene zu enden, diese Frau, die nun so lange in der Pension gewesen ist, die darf eine Nacht in einem Luxushotel übernachten. Und das Letzte, was wir von ihr sehen, ist, wie sie ein wenig ratlos angesichts dieses Luxuses durch dieses Zimmer geht und sagt, jetzt bin ich da angekommen, wo ich im besten Fall hätte ankommen können, aber wir haben das Gefühl, eigentlich fehlt was. Angekommen ist sie gar nicht. Angekommen ist sie nicht. Ja. Also es klingt etwas komisch, wenn ich jetzt sage, mir hat der letzte Satz am besten gefallen. Es ist nicht, weil das Buch vorbei war. Nein, weil der Satz plötzlich eine Wolte macht. Der letzte Satz heißt nämlich plötzlich, Gott steh uns bei. Gott steht uns allen bei, jedem Einzelnen, uns allen. Da steigt der Autor für einmal von diesem hohen Autorenross herunter und gesellt sich wirklich zu seinen Figuren und beobachtet sie nicht immer aus der Ferne. So habe ich es empfunden. Wobei es schon dramatisch ist zu sehen, dass ein Autor
permanent den Krieg thematisiert, ohne ihn auszusprechen. Mhm. Der Krieg ist eine, ist die Begründung dafür, dass diese Pension so zusammengesetzt ist. Er ist das eigentliche Drama des Buches und er kommt ganz zuletzt, also fast auf dieser Seite zu kurz auch. Also ich finde, weiß, ich finde, Zeit los ich finde, es ist der Hohlraum, der sich bildet, ja, um diese Pension. Sagen, wenn er das weiß, das kann man Bücher selber erst jetzt entdeckt. Das hat es in Frankreich auch gegeben. Es war eine, das ist eine Form der Darstellung des Krieges, der Bearbeitung, die man wahrscheinlich so unmittelbar nach dem Krieg nicht akzeptiert hätte. Und die auch nicht in der Vorstellung mit den ganzen Mythen, den Feindbildern und so weiter nicht möglich war. Ich glaube, darum auch entdeckt man dieses Buch erst jetzt. In Frankreich hat es das auch gegeben. Also in London ist es ja gleich nach dem Krieg erschienen. Aber es hat jetzt eine Renaissance. Also die englischen Zeitungen der Independent vor allen Dingen haben gejubelt über diese Neuerscheinung. Mhm. Wieder über dieses Wiederauflegen. Und ich finde, Dörlemann sei gepriesen dafür, dass sie diesen Autor uns wiedergegeben haben. Du hast vorher erwähnt Leviathan von Julian Green. Wegen der Pensionssituation. Ja, das ist ein Lieblingsbuch von mir. Also natürlich, ja, aber trotzdem. Trotzdem, da, sagen wir mal, der Set, das Arrangement des Ganzen, die Bruchlinien, die zwischen den Personen hin und her gehen, die haben mich daran erinnert. Auch die Bösartigkeit. Man liest gerne über bösartige Wirtinnen. Wobei noch mal einmal, denke ich, sollte man noch mal sagen, dass diese Miss Roach ist ja manchmal wirklich in ihrer Naivität und Tölpelhaftigkeit, wie sie ihr Leben versucht zu leben. Das tut ja manchmal fast weh. Ja. Also das ist manchmal wirklich schmerzhaft. Es ist so diese Naivität einer zu kurz gekommenen. Ja. Und das, finde ich, kommt doch auch raus. Also da ist ja, da steht der Autor nicht nur und stellt sie auf die Bühne, um, damit wir uns lustig machen über sie, weil du auch von Verachtung gesprochen ich hast. Ich habe es nur gemessen an seinem eigenen Hänger schon, was quer. Also ja. Das hat mich doch viel mehr begeistert als dieses Buch. Ich will gar nichts dagegen sagen. Schon geschehen. Ja. Ja. Ja, also wenn wir damit das Gefühl haben, dass wir dem Buch gut getan haben, das haben wir, glaube ich, oder? Das hat es verdient. Ja, das hat es verdient. Schon meinen, absolut, gut. Ja. Gut. Dann kommen wir jetzt zu Peter Hams Vorstellung. Und zur Schweiz. Zur Schweiz. Dante Andrea Franzetti, 1959 in Zürich hier geboren, Sohn einer Schweizerin und eines Italieners, hat sich sehr früh für die deutsche Sprache entschieden und hat sich in dieser Sprache auch, wie ich glaube, einen festen Platz schon in der Schweizer Literatur erschrieben mit seinem Erstling, glaube ich 1985, der Erzählung Der Großvater. Dieses jüngste Buch von ihm heißt Passion, Journal für Liliane. Und Passion hat man sich hier durchaus im Doppelsinn des Wortes vorzustellen, nämlich als Leidenschaft und als Leidensgeschichte. Die eine ist wohl selten, ohne die andere zu haben. Und davon und von eigentlich gar nichts anderem handelt dieses Buch auf eine mich berührende Weise. Nerbal, der Protagonist dieses Buches, ist wie Franzetti selber Schriftsteller und Journalist. Und er lebt seit einem Jahr getrennt von seiner Frau und seinen beiden Kindern. Und er scheint an dieser Trennung, obwohl er ihr selber eigentlich mal zugestimmt hat, aus Vernunftgründen, er scheint daran zu zerbrechen. Jetzt, wo die Trennung vollzogen ist, ist die Vernunft verflogen, ist nur noch der pure Schmerz da. Er erträgt nicht die Vorstellung, dass seine Frau ihn nicht mehr liebt, dass eine große Geschichte plötzlich nachträglich vergiftet und vernichtet wird. Ein einziges Wesen fehlt und alles ist entvölkert, notiert er einmal. Und er beschreibt sich als jemand, der amputiert ist und der sein Leben eigentlich nur noch sieht als ein, ja, als ein Selbstmord auf Raten, so nennt er das einmal. Die Frau von ihm, diese Liliane, ist in allem das Gegenteil, das strikte Gegenteil von ihm. Sie gibt Kurse für Manager und fühlt sich ganz wohl in diesem Beruf. Sie ist das, was man positiv nennt, schaut nach vorne, während er hamlethaft in sich hineinschaut, nostalgisch zurückstarrt und auch seinen Beruf, seinen Journalismus zumindest ein bisschen verachtet. Und er ist auch nicht zynisch genug für einen Journalisten, findet er. Seine Frau hält ihn für vollkommen lebensuntüchtig im Alltag und aber auch für lebensfeindlich. Und das, was eigentlich so sein tragisches Lebensgefühl ausmacht, ist in ihren Augen nur etwas, was aus ihm einen Jammerlappen macht. Tatsächlich ist er ein Mann, der noch weint, der noch weinen kann und der noch fest an so etwas wie die romantische Liebe glaubt, oder sagen wir gleich mal an die ungebremste Macht der Illusion. Da er ein Schriftsteller ist,
sucht er natürlich in seiner Situation auch Rat bei anderen Autoren. Er liest Pasolini, Beckett, Canetti, alles Mögliche, auch seinen Landsmann Max Frisch, also diesen Weltmeister in der Eifersucht, der immer darüber geschrieben hat, den er aber gar nicht als Liebenden empfinden kann. Er sagt, er ist nicht unbedingt genug. Die einzige, die ihm sozusagen voll bestätigt, ist Hannah Arendt. Die sagt, Liebe hat mit der Kunst das gemeinsam, dass sie extramuros stattfindet und ein Ereignis ist, das nicht zurückgenommen werden kann. Dieses Buch hat natürlich einige seitenstrenge Nebengeschichten und so weiter, aber im Grunde ist es rein monologisch, besteht eigentlich nur aus Klage, Anklage und Selbstanklage auch. Und es hat einen ganz unbefriedigenden Schluss, kann man sagen, weil das Leben bietet eben keine befriedigenden Schlüsse. Und diese Geschichte kann keinen guten Schluss haben. Liliane schläft zwar sogar noch mal mit ihm, weil er verstanden hat, sie sozusagen eifersüchtig zu machen. Aber es ist für uns vollkommen klar am Schluss, dass diese Geschichte nicht mehr weitergehen wird und dass er jetzt eben diesen Selbstmord auf Raten betreibt. Dürfen wir ganz schnell formal sagen, nur damit man sich vorstellen kann. Du hast es jetzt sehr episch erzählt, als würde die Geschichte so erzählt. Man muss vielleicht sagen, 114 Seiten dünn, aus Fragmenten zusammengesetzt letztlich und immer wieder stark durchschossen mit essayistischen Passagen, die sich auf Literatur, auf Kulturkritik beziehen. Also man hat nicht das Gefühl, dass die Geschichte so, wie du sie erzählst, auch Rückblenden. Nebengeschichten. Aber viel auch Essayistisches, viele Nebenbeobachtungen zum Joggen, zum Jobben, zu solchen Gegenwartsphänomenen. Naja, er piekst alles auf, was gerade sozusagen, wofür der gebildete Mensch sich im Moment nicht erwärmen kann. Also er wettert gegen die Werbung und er wettert gegen das Newspeak, also die Sprache und eine Welt ohne Moral und eine Welt ohne Ethos und überhaupt, ich finde ihn unglaublich hehr in dem, dass er sagt, irgendwie die Welt sei, irgendwie sagt er nicht, die Welt ist nicht gut genug für ihn, aber die Welt an sich ist sein Problem. Das ist irgendwie so hehr und so anmaßend wie banal, weil natürlich ist die Welt ein Problem. Ich meine, daran kann man zerbrechen oder auch nicht. Das finde ich, fand ich teilweise wirklich etwas mühsam, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe aber ein anderes Problem damit. Ich fand, dass das, was du beschreibst als einen romantischen Liebenden oder als einen, der wirklich noch an die romantische Liebe glaubt, das sind alles Dinge, die hier behauptet werden und nicht spürbar gemacht werden. Dadurch, dass es fast nicht erzählerisch ist, sondern sehr viel essayistisch und wenn erzählend, dann eigentlich eher so grübelnd als erzählend, spüre ich relativ wenig. Ich spüre dieses herrliche Thema Liebeskummer. Mein Gott, was für ein Thema. Ich meine, das ist Obsession, das ist Eitelkeit, das ist Wut, das ist Verzweiflung, das ist Selbstmord. Da ist ja nun alles drin, da sind Erinnerungen drin, da ist Entzücken drin. Alles ist im Liebeskummer. Aber man spürt es nicht. Alles, was er wird, so oft werden Gefühle behauptet und man weiß gar nicht, ob er eigentlich wirklich weiß, was Lieben bedeutet. Er zitiert ja am Schluss Max Frisch, der wiederum sich auf Montaigne bezieht in Montauk. Und er stellt dann auch so einen Gegensatz her dazu. Also einerseits gibt es die Wahrhaftigkeit, nicht, auf die sich Frisch und Montaigne bezieht. Und dann beansprucht er sich für sich, dass auch die Fiktion in der Autobiografie eine Rolle spielen kann. Also dass die Fiktion eine Rolle hat und gerade das ist diese Unaufrichtigkeit dieses Buches. Also es stimmt alles irgendwie nicht. Also es ist also ein bisschen haarscharf daneben. Auch die Kritik an den Medien. Ich meine, das ist das bleibt doch sehr an der Oberfläche. Naja, und letztlich sind dann eben die Personen, also für solche Verhältnisse, sind erkennbar. Also dieser Mann, dieser Chefredakteur, der da Tischfußball spielt, das ist übrigens eine der besten Szenen im Buch, weil er den Fußball begriffen hat. Nein, das stimmt. Die sind dann erkennbar. Und das irgendwie, da könnte man jetzt einen Namen sagen, das ist irgendwie auch schon der Beginn. Ich meine, da fährt ein Auto aus dem Norden, ein grüner Kombi, da kommt eines aus dem Süden, das ist, glaube ich, ein bordeaux-rotes Auto, vielleicht auch ein Kombi. Und die kommen irgendwie nicht zusammen. Es steht dann zwar geschrieben, sie hätten die letzte Wegstrecke gemeinsam fahren können, aber irgendwie geht es nicht, weil der Zufall hat das nicht gewollt. Es ist von einer Reifenpanne die Rede. Der Autor sagt, Liliane glaubt an Vorahnungen oder so, das sollte dann eine symbolische Wirkung bekommen. Man kann sich irgendwie nicht erklären. Es ist auch auf den ersten zwei oder drei Seiten von einem Autounfall die Rede. Also das sind alles so Metaphern oder Symbole, mit denen da in die Thematik einführt.
Letztlich geht es darum, sie treffen sich zu einer Besprechung, nicht, man kann es eigentlich fast nicht mehr lesen. Also nach ihrer Trennung schon. Nach ihrer Trennung schon wieder. Also der Schriftsteller wird von seiner Frau verlassen. Er zieht sie zurück und er schreibt ein Buch, dem er auch noch den Namen dieser Frau gibt. Die hat das nicht verdient, das ist ganz einfach. Und es ist wirklich ein erstaunlich unsinnliches Buch dafür, dass es doch sozusagen über das Sinnlichste an sich, nämlich über die Liebe geht. Ich finde es erstaunlich unlebendig und unsinnlich. Es ist alles nur, es wird so, mir kam es manchmal so vor, da hat sich jemand in das Thema verguckt und hat gesagt, das ist doch mal über ein Thema, über das man mal schön schreiben könnte. Und dann hat er sozusagen über dieses Thema geschrieben. Das glaube ich nicht. Also glaube ich auch nicht. Ich will nicht auf das Autobiografische hinaus. Das will ich auch nicht, deswegen habe ich es extra so gedreht. Nein, das finde ich eben nicht. Nee, also diese Trennung, die ist nicht stark genug. Also man hat immer wieder das Gefühl, er erzählt seine Geschichte. Und das berührt einen irgendwie peinlich, einfach weil man Mitleid damit hat. Also was man sagen muss, ich find's berührt gar das nicht. Buch ist nicht voller Selbstmitleid. Das kann man nicht sagen. Es hat kein Selbstmitleid im Buch. Er nimmt sich nicht in Schutz oder so. Er beklagt sich auch nicht. Also da muss man schon sagen, er ist in der Analyse, ist er relativ streng auch mit sich selber. Aber er verklärt irgendwie die Frau auf eine Art und Weise, die man irgendwie nicht nachvollziehen kann. Und wie gesagt, ich würde gerne was Gutes und was weniger Gutes sagen. Das Gute, was ich am Buch fand, war, dass der Autor letztlich ein Aphoristiker ist oder ein Epigrammatiker ist, glaube ich. Es gibt gute Einzelsätze. Wunderbar. Es gibt gute Aphorismen, kürzeste Einheiten. Ganz schöne Sachen. Richtig, die man rausstreichen möchte oder anmerken möchte. Ich las 10 Seiten und dachte, dieser Autor kriegt die Krone Polens, wenn er nicht auf der letzten Seite sagt, dieses Buch ist nicht autobiografisch. Und ich schlug auf die letzte Seite und da stand, ich lehne jede Ähnlichkeit zum eigenen Leben ab. Das ist feige, es ist prätentiös, es hätte mich gefreut, wenn man gesagt hätte, es ist mein Leben, es ist mein Versuch. Jetzt kommen wir aber darum, warum ich das wichtig finde. Ich glaube, dass der Autor sich selber im Weg ist, insofern, als er an der eigenen Person arbeitet. Das sieht man an diesem wirklich etwas prätentiösen Nachwort, das vollkommen überflüssig ist und sich auch übermäßig wichtig nimmt. Der Text ist ein Text, basta. Man braucht bei keinem Text mehr zu erklären, wie groß die autobiografischen Reste sind und ob sie da kompostieren oder nicht kompostieren. Entscheidender ist, dass er genau was du sagst, diese Sinnlichkeit nicht hat, weil er sich letztlich der sinnlichen Seite seiner eigenen Liebesgeschichte zu schämen scheint. Und deshalb braucht er 8 Zeilen, um eine Begegnung, auf die wir alle gewartet haben, nämlich mit seiner verlassenen Frau, zu beschreiben und ist dann wieder bei Max Frisch. Weil er sofort das Gefühl hat, ich ziehe mich wieder ins Akademische, in die Kulturkritik, in irgendeinen analytischen Umweg zurück. Er denkt diese Geschichte in Grund und Boden und er fühlt sie nicht. Sodass man am Ende eigentlich auf der Seite der Frau ist und sagt, den hätte ich auch verlassen. Ja, du aber absolut. Längst. Früher schon. Es gibt einen schönen Satz, da waren sie offenbar zusammen in Madrid. Es gibt mehrere schöne Sätze, aber den finde ich besonders schön. Da waren sie zusammen in Madrid und da hat er gesagt, in Madrid fehlten mir alle Begriffe. In Madrid brauchte ich keine Begriffe. Und da habe ich gedacht, wenn du das doch ab und zu mal auf dieses Buch angewendet hättest, immer diese Überbegrifflichkeiten, über das ganze Buch geschüttet, über alle Gefühle geschüttet. Das ist richtig schade. Ich würde Peter fragen eigentlich, weil einfach wirklich ernsthaft fragen, wie hast du dir erklärt, diese wirklich überbordenden, essayistischen, halbliteraturwissenschaftlichen Anmerkungen, Fragmente für Aufsätze, auch häufig in der Substanz nicht unheimlich originell. Ich kann euch ja gar nicht so widersprechen, aber es gibt eben Bücher, die stoßen einem zu, wie eine Krankheit oder wie ein Unglück oder wie auch ein Glück im Unglück. Mir ist dieses Buch zugestoßen, eine ganz bestimmte Frequenz hat mich getroffen, wo man dann nicht mehr fragt, wie gut, wie schlecht, sondern auf dieser Frequenz bin ich gereist durch das ganze Buch. Es war natürlich meine eigene Frequenz. Aber es muss einen Anstoß gegeben haben dafür. Und wie steht denn dieses Buch im Verhältnis zum Gesamtwerk von Fanzetti? Ich kenne die anderen Bücher gar nicht. Er ist da wirklich eine Größe. Ich kenne nur den Großvater. Ich kenne das erste Buch und dann habe ich, zu meiner Schande muss ich sagen, nie diesen Weg, diesen Schriftsteller verfolgt. Und jetzt kam dieses ins Haus und wie gesagt, da war es traf ein so. Ich finde es übrigens doch auch selbstmitleidig, nur zu diesem Wort Selbstmitleid. Das habe ich nie begriffen, dass man einem das zum Vorwurf macht. Man soll mit allem Mitleid haben, nur mit sich selber nicht. Das ist eigentlich nicht einzusehen. In der Literatur, gerade in der Schweiz, zu viele
unwirkliche Liebesgeschichten auch noch von Schriftstellern gegeben. Mhm. Das hat man irgendwie ein bisschen satt. Trotzdem, den Satz von Peter finde ich nun sehr plausibel. Zu sagen, die Frequenz hat mich getroffen. Denn das gilt ja für den Autor letztlich auch. Das gilt, der Autor schreibt auf einem sehr heiklen Terrain. Es gibt kaum eine Erfahrung, die so heikel ist zum Schreiben, glaube ich, wie Liebeskummer. Weil man jede Form von Objektivität einbüßt. Flaubert hat immer gesagt, Leidenschaft, kalt, kalt, kalt schreiben, bloß nicht denken. Daher kommt dieser Versuch, ständig essayistisch zu sein. Das ist ja immer dieser Versuch, nicht sentimental zu werden. Ja. Das ist unser Wort eigentlich. Aber vielleicht ist es ein geglücktes Buch für Leute, die in der Situation sind. Also vielleicht muss man wirklich sagen, liebe Leser, hier habt ihr jemand, der hat wirklich für euch und aus eurer Situation geschrieben, auch wenn er ein sinnloses Nachwort geschrieben hat, er sei es nicht, aber er ist es. Also für Leser mit Liebeskummer. Für Leser mit Liebeskummer, okay. die Frequenz. Leute sind in dieser Situation eines Liebesverlusts und die werden das Buch anders lesen als jemand, der im Augenblick davon entfernt. Das müsst ihr jetzt auch nochmal zugeben. Er stilisiert sich doch auch als Moralist und als derjenige, der irgendwie für das... Er verlässt auch noch seinen Job bei der Zeitung und so, also ist schon, es ist ja es ist nichts, ja. das irgendwie erfreulich tönen würde. Aber es ist trotzdem rasant zu sehen, dass ein Text aus etwas bestehen kann, was einem zum Teil unheimlich, zum Teil unsympathisch, zum Teil sehr anziehend ist in der gedanklichen Brillanz. Wir suchen ja keine perfekten Texte. Wir suchen einen Text vielleicht, der interessant ist, der herausfordernd ist und der nur 114 Seiten hat. Das muss man lobend erwähnen. Das ist eine Tugend in diesem Falle, denn der Liebeskummer ist redselig, normalerweise. Wahrscheinlich. Ich habe meins gesagt. Also wir wollen auch nicht noch mehr Seiten reden, als das Buch selber hat darüber. Sollten Sie in dem bedauernswerten Zustand sein, der Liebe im Moment entsagen zu müssen, dann sind Sie mit dem Buch unter Umständen richtig. Unter Umständen nicht. Wir enden mit Simenon. Maigret und der einsame Mann, uns nahegebracht von dem, der ihn kannte. Jörg Altweg, Sie haben das Wort. Das ist hier so. Ja, ist vielleicht eine merkwürdige Wahl, nicht Simenon? Ich muss sagen, ich bin nicht Literaturkritiker. Und vor dieser Sendung war mir weder Patterson noch Hamilton auch nur dem Namen nach ein Begriff. Also ich gestehe das zu meiner Schande. Und von Franzetti hatte ich mal ein Buch gelesen früher, ein sehr gutes. Und das will ich auch noch sagen, weil man soll jetzt diesen Autor wirklich auch in seiner Bedeutung für die Literatur darstellen. Simenon, das war natürlich doch trotzdem mehr als eine Verlegenheitslösung. Das ist ein Autor, der mir persönlich sehr nahe ist, weil ich ihn einfach mehrmals getroffen hatte, wie gesagt, am Ende seines Lebens. Er hat Züge, die mich an den Tron erinnert haben. Nicht in seiner Art, wie er das Leben geführt hat, ganz im Gegenteil, weil der Simenon ist natürlich mit den Menschen so umgegangen, wie mit Tron umgegangen wurde, und auf eine noch viel brutale Art und Weise. Aber er hat sich am Ende seines Lebens zurückgezogen, über sein eigenes Leben Rechenschaft abgelegt. Er hat gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr in diese vielen Romanfiguren versetzen, ich beschäftige mich nur noch mit mich selber. Und das war so die Zeit, wo er sich hingesetzt hat und jeden Tag ein paar Sachen diktiert hat. Dieser Maigret, um den es hier geht, das ist nicht der Beste von Simenon. Es ist ein typischer Maigret mit allen seinen Schwächen. Man trifft auf die Klischees, man erlebt Paris, wie es früher war. Es geht um Clochards, es geht ein bisschen um die Polizei. Um Maigret natürlich, der wirklich die Hauptfigur ist. Und das ist auch die Schwäche dieses Buches, weil man von den anderen Figuren mehr erleben würde, mehr erwarten und mehr wissen möchte. Trotzdem hat es eine überraschende Pointe. Das Buch beginnt damit, dass in den Markthallen in Paris ein Clochard tot aufgefunden wird. Er wurde auch ermordet. Also da wird Maigret auf den Plan gerufen, er muss sich dieses Falls annehmen. Es gibt am Anfang nur sehr wenige Hinweise. Man entdeckt mal den Namen, die Identität dieses Mannes. Und Maigret muss die Geschichte gewissermaßen von rückwärts an aufspulen. Er entdeckt die Frau dieses Mannes, die von diesem Mann, der heißt Marcel, verlassen wurde. Und so wie Simenon sie schildert, hat er sie auch völlig zu Recht verlassen. Offensichtlich, zuerst werden ein paar falsche Fährten gelegt, aber offensichtlich für eine andere Frau, eine jüngere Frau. Und diese Frau hat er nicht als einzige geliebt. Der Nebenbuhler, 20 Jahre später,
Und diese zeitliche Distanz zwischen den beiden Ereignissen, die ist eine der Schwächen des Romans, die nicht immer besonders gut überbrückt wird. Dieser Nebenbuhler von damals, der erweist sich dann als der Mörder des Clochards 20 Jahre später. Die Pointe besteht darin, dass offensichtlich dieser Clochard die gemeinsame Geliebte ermordet hatte. Und der Mord am Clochard, das war Rache, aber wie so oft bei Simenon, der Mörder ist nicht immer der größte Kriminelle und die Opfer sind nicht immer unschuldig. Der Ermordete, um den es geht, der war selber ein Mörder. Das ist so die Pointe am Schluss. Ja, es gibt ja diese, über Simenon muss man ja etwas ausholen. Es gibt diese wunderbare Anekdote von dem Mann, der zum Simenon besessenen André Gide kommt und sagt, was von Simenon soll ich lesen? Und dann sagt der André Gide, alles. Und dieses Alles ist natürlich genauso unsinnig wie etwas, was man jetzt im Mozart-Jahr Land auf Land abhört, über das alles von Mozart großartig ist, dass der nur Meisterwerke geschrieben hat. Das ist reiner Unsinn. Der hat die unerhörtesten Meisterwerke geschrieben und daneben ganz konventionelle und der Routine verdankende Werke, die auch von einem heute vergessenen Zeitgenossen sein könnten. Und genauso bei Simenon. Ich verstehe nicht ganz, warum man diese Trennung, die der Simenon selber immer vornahm, mit seinen Büchern in Semiliteratur und in die ernsten Romane, warum man die nicht akzeptieren soll. Ich bin überzeugt, dass er viele seiner Maigret-Romane für Semiliteratur hielt. Das heißt alle. Aber das ist doch kein Nachteil. Das kann auch sein, dass sie trotzdem sehr gut sind. Ja. Also diese Semiliteratur, das hatte diesen Begriff hatte geprägt. Das war schon die zweite Etappe seiner Karriere. Simenon, der war mal ganz jung Journalist und dann hat er angefangen, wirklich am Laufmeter Groschenromane zu schreiben, etwa 1500. Er wollte damit Geld verdienen, auch darum, das war ihm sehr wichtig. Aber er hat das auch als Lehrzeit für das Schreiben aufgefasst. Wie führt man eine Person ein, wie schreibt man eine Geschichte und so weiter. Und dann kamen die Maigrets und die Krimis und da hat sich gesagt, das ist diese Halbliteratur, diese Semiliteratur. Warum Semiliteratur? Weil es gibt einen Mord, es gibt ein Verbrechen und der Leser bleibt auch bei der Stange, wenn die Geschichte schlecht ist. Er hat es auch mit der linken Hand geschrieben. Also in wenigen Tagen. Er hat sogar behauptet, er hätte manche in einem Tag geschrieben. Dazu gibt es wieder eine wunderbare Anekdote. Da ruft Hitchcock bei ihm an, weil er wieder mal einen Simenon verfilmen will. Und die Sekretärin verbindet ihn aber nichts und sagt, er schreibt gerade einen neuen Roman. Dann sagt Hitchcock, dann bleibe ich in der Leitung. Ja, aber obwohl die so schnell geschrieben sind, die erhalten ja wunderbare Einzelheiten. Das ist ja ganz klar. Und dass auch Bagatellen Meisterwerke sein können, hat Beethoven bewiesen. Na, aber ich finde das schon sehr spannend, die Art und Weise, wie er geschrieben hat, weil ich denke, das hat was damit zu tun, wie wir es lesen. Weil diese Tatsache, dass er sich wirklich eingesperrt hat, also offenbar sich vorher erstmal vom Arzt hat untersuchen lassen, dann sich eingesperrt hat und gesagt hat, mindestens 11 Tage bleibe ich jetzt in diesem Kämmerchen mit geschlossenen Fenstern und zugezogenen Vorhängen. Ich will nicht abgelenkt werden. Ich glaube, man durfte ihm immer nur Tee ab und zu reinreichen. Und hat dann jeden Tag seine 20, 30 Seiten geschrieben. Und ist offenbar in Trance geraten dabei. Und es gibt doch so viele Leute, die sind absolut süchtig nach Simenon. Und ich kann mir das nur vorstellen, dass, und das geht mir teilweise auch so, ich habe jetzt auch gleich mehrere natürlich gelesen, weil ich dachte, jetzt muss ich ja die Gelegenheit nutzen. Und es ist tatsächlich so, dass diese Trance des Autors überträgt sich irgendwie auf den Leser. Also man kommt in diese Sucht mit hinein. In diesen Trance, in diesen Rauschzustand mit hinein, den er für sich selber hergestellt hat. Und das finde ich ein Vorschlag zur Güte. Ich glaube, lange Zeit ist Simenon sehr unterschätzt worden. Für bestimmte Romane, die du erwähnst, die groß sind, Glocken von Bicetre oder sowas, vergleichbar. Oder Schnee war schmutzig. Ja. Jetzt aber auf der anderen Seite, dieses ist letztlich ja durch das Fernsehen groß gewordene Literatur. Der Maigret ist berühmt geworden durch die Verfilmung und lustig ist zu sehen, dass der Maigret Opfer seines eigenen Ruhms wird. Das heißt nämlich an einer Stelle, Maigret kann da nicht offen recherchieren, denn sonst kommt viel zu viel Aufmerksamkeit auf ihn. Nun bitte, wenn irgendein Kommissar einen Clochard-Mord macht, da wird nicht gleich die ganze Presse kommen. Die kommt nur, wenn Herr Maigret bereits ein Star ist. Wodurch ist er ein Star? Er ist verfilmt worden. Also das heißt, er thematisiert im Grunde die eigene Verfilmungsgeschichte schon. Dabei muss man aber sagen, wie verdammt gut sind Fernsehkrimis geworden. Diesen Plot, so simpel wie der gestrickt ist, der, und so simpel, nicht mehr, der ging nicht mehr. Der geht nicht mal mehr in einer Vorabendserie. Also die müssen schon sehr viel raffinierter schreiben, nicht was die Prosa angeht, sondern was die Dramaturgie angeht, was die Handlungsschürzung angeht. Das andere, was ich fand, war,
Solche Autoren brauchen normalerweise ein hohes Maß an Realismus. Die müssen Milieus beschreiben können. Die müssen Charaktermasken beschreiben können. Hier gibt es keine Räume, es gibt fast nur Dialoge, es gibt fast nur wörtliche Rede. Und erstaunlich ist, sie klingen alle gleich. Alle reden identisch und das geht so weit, ich fand eine Stelle rührend absurd eigentlich, da muss ein Kind eine Handlung erzählen und das Kind sagt, ich weiß nicht wie alt es ist, 6, 7, er sagt, das Treppenhaus war so leer, ich hörte nur mein eigenes Echo. Das Kind möchte ich sehen, das auf sein eigenes Echo hört. Also, he gets carried away. Irgendwie, es ist Simenon, er hat einen schönen Satz und er bringt ihn rein. Aber er ist nicht in der Lage, den Realismus, den der Roman eigentlich an der Stelle brauchen würde, auch sprachlich umzusetzen. Aber was macht ihn denn dann so fantastisch? Was macht das, also was ich so aufregend daran finde, ist, dass ich denke, jetzt nicht in diesem Roman, aber in anderen, die ich gelesen habe, dass er ja wirklich auf eine Art und Weise, rücksichtslos kann man es auch nennen, Gefühle und Beklemmungen und Ängste der kleinen Bürger ausdrückt und über sie schreibt und genau auch gerade über die Gefühle, vor denen man sozusagen selber eigentlich die Augen verschließt und sagt, na, möchte ich gar nicht so genau wissen, was da alles in mir schlummert. Und das lässt er alles raus und das beschreibt er. Also es gibt doch diesen einen Roman, ich glaube, es hieß Der Mann, der den Zügen nachsah, wo ein ganz einfacher Buchhalter dann zum Mörder wird, einfach weil er plötzlich irgendwie eine Freiheit hat und endlich irgendwie seiner Triebhaftigkeit lebt. Und das sind die allerbesten Romane, wenn das Verbrechen am Schluss steht, nicht? Also wenn die ganze Vorgeschichte zwangsläufig und notgedrungen in dieses Verbrechen führt, das sind die allerbesten Romane von ihm. Ja, da hat er diese totale Freiheit. Da dekoriert er wirklich, weil du gesagt hast, Maske runterziehen und so, da dekoriert er wirklich, ohne es wirklich zu sagen, dass er es tut, sondern er beschreibt es einfach. Es wird einfach beschrieben, es wird dieses trostlose Leben beschrieben und diese Ausbruchslust, die ja da sein muss, eigentlich, wenn man halbwegs noch ein bisschen Fantasie im Kopf hat und dann aber plötzlich die Übertreibung und das andere Extrem. Was natürlich anzieht, ist, dass er kein Moralist ist. Seine Maxime heißt verstehen und nicht verurteilen. Genau. Und er ist eher auf der Seite meistens derer, die etwas sich zu Schulden kommen lassen, als auf Seiten der Justiz. Das sind schon, und das in der Wiederholung, also alle diese berühmten Krimiautoren leben ja davon, dass man immer wieder etwas wiedererkennt. Das macht den Reiz aus, warum man es immer wieder liest. Es gibt von einem meiner Lieblingsautoren, Gombrowicz, gibt es den Satz, Menschsein heißt den Menschen spielen. Das weiß der Simenon ganz genau. Und er tut diese Fassaden oder attrappt Menschen, er reißt die Fassade weg und schaut auf den nackten Menschen immer. Das ist seine Größe und deshalb hat er auch immer von seinem nackten Stil gesprochen. Und hat natürlich auch ein besonderes Menschenbild. Eines meiner Lieblingssätze von Hans Sahl war immer, dass er gesagt hat, der Mensch kann nicht das Endprodukt der Schöpfung sein. Während Simenon absolut davon ausgeht, dass der Mensch das Endprodukt der Schöpfung ist. Der ist so, wie er ist und er wird sich auch nicht mehr ändern. Ja. Da wird es keinen Fortschritt geben in Heere, Gefilde oder sowas. Das finde ich nämlich auch interessant. Das hat ihn wie ein Tier beschrieben fast, nicht? Also auf so eine Instinkte reduziert, auf den Hunger, auf die Liebe, auf den sexuellen Appetit und so weiter, auf das Trinken. Ich glaube, darum geht es. Und darauf, diese Geschichte wird dann doch irgendwie wieder glaubwürdig, dass man noch nach 20 Jahren jemanden rächt, wenn man wieder per Zufall auf ihn trifft. Der Simenon hat mal gesagt, dass sobald er einen Roman zu Ende geschrieben hat, hat er ihn auch schon vergessen. Aber es blieben ihm ein paar Bilder. Und so geht es vermutlich auch dem Leser, hat er gesagt. Mhm. Es ging mir ganz merkwürdig damit, weil ich habe den Roman eben leider schon vor ein paar Wochen gelesen und merkte in den letzten Tagen, dass ich eigentlich tatsächlich nur noch ein paar Bilder, also ein Klima aus Paris, ein paar Déjà-vu-Erlebnisse. Da gibt es ein Restaurant Pharamond in der Nähe der ehemaligen Hallen. Das war mal mein Lieblingslokal, unter anderem deshalb, weil dort ein Oberkellner war, der wie aus einem Simenon-Roman war und dem immer das Wasser im Mund zusammenlief. Wenn man etwas bestellt, der wiederholte dann immer, ah, Riedewo. Und das ist auch eine Frage der Frequenz. Ja, auch. Aber klar, natürlich. Es ist ja schon dieser Mord doch aus einem herrlichen Grunde dann schließlich und endlich verübt wird, weil er ermordet ja den Clochard, seinen ehemaligen, also den Mörder seiner Geliebten.
Und er sagt, ja, ich musste plötzlich an diese entzückende kleine Mulde, an das Muttermal in ihrer Wange denken. Deswegen hat er ihn ermordet, weil ihn das plötzlich so über diese Rührung ihn überkam. Das überstrapaziert wird im Roman, ja, muss man schon sagen. Natürlich, aber das fand ich dann schon wieder komisch. Zu ihm. Das war schon wieder witzig. Diese Schwäche, diese Klischee. Ich habe ihn dann noch mal gelesen, mal wieder lesen, und da blieb natürlich viel mehr als Bilder. Und für mich ist das Beeindruckendste an dem Roman, und da schließe ich jetzt fast ein bisschen an den Franzetti an, klingt komisch, aber nämlich dieser Roman ist die perfekte Widerlegung dieses dümmsten aller Sprichwörter, das sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit heilt überhaupt nichts und schon gar keine Liebeswunden. Und das sieht man hier, dass jemand 20 Jahre später diesen Liebesverlust, den er durch einen erlitt, rächt. Das ist also das eigentliche Thema des Buches und das hat mir schon imponiert. Der Maigret sagt sogar noch, das ist doch 20 Jahre her. Und da sagt er, aber ich denke jeden Tag an sie. Dabei hat er inzwischen ein großbürgerliches Leben mit Haus am Meer und im Marais-Viertel wohnt er und so. Herr Altwig, Sie haben gesagt, Simenon-Lesen hat mein Lesen verändert. Wie? Habe ich mal gesagt, ja. Mein Leben? Auch mein Lesen. Ich meine, ich bin... Weil mir Simon viel erzählt hat über das Handwerk des Schreibens, das bin ich schon darauf aufmerksam geworden, wie wichtig das ist und dass man überflüssige Wörter vielleicht weglassen kann oder dass man, auch für Journalisten übrigens, also auch für Journalisten, er hat seine Bücher nicht überarbeitet, nachdem er sie abgeschlossen hatte. Aber an seinem Stil hat er schon gearbeitet. Also er hat alles auf ein Minimum reduziert. Also er sagte, ein Tisch, und es gab dann nicht vier oder fünf verschiedene Tischformen, sondern ein Tisch. Und da hat er sich gesagt, das verstehen eben alle und alle wissen, was ein Tisch ist. Und so, das war sein Rezept. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun. Also er hat auch gesagt, Racine, es gibt da nicht mehr als 700, 800 Worte. Man kann mit wenig Aufwand er wollte gar nicht ein Meisterwerk schaffen, aber er wollte eine Wahrheit erschließen. Das war seine Obsession. Und diese Obsession, da hat er vom nackten Menschen geredet. Und Der Schriftsteller des Unbewussten wollte er sein. Ja. Das ist aber wie Freud. Also er wollte ein System in der Literatur, wie es Freud in der Psychologie hatte. Aber deshalb ist es doch besonders interessant zu sagen, wir haben es hier mit einem weniger guten Werk eines hervorragenden Autors zu tun. Oder eines Autors, der zu hervorragendem in der Lage war. Und mich interessiert dann sofort, wo zeigt sich die Spur der Flüchtigkeit? Zu welchen Tiefen ist ein so guter Autor in der Lage? Und ich würde zum Beispiel sagen, die notorische Begleitung von Handlungen durch die psychologische Verfasstheit von Herrn Kommissar Maigret ist ein fast dilettantisch wirkendes Element in diesem Roman. Der muss immer, wenn irgendwas passiert, es wird eine Banalität gesagt, das heißt, zog nachdenklich an seiner Pfeife. Und dann sage ich, oh ja, ich weiß, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Jetzt aber ein Bier, das wäre schön gewesen. Obwohl es der Arzt verboten hat. Obwohl es der Arzt verboten hat. Das Running Gag kommt immer wieder vor. Das ist aber wahnsinnig beruhigend. Ja, es ist eine gewisse Sogwirkung in dem Buch, die selbst in einem nicht hochrangigen Seminar zu finden ist. Also insofern macht es Spaß, das zu lesen. Aber es hat doch immer auch einen Untergrund. Also ein Satz will ich schon noch loswerden. Was hat der Detektiv und der Schriftsteller gemein? Nämlich, dass für beide sind die Nebensachen die Hauptsachen. Also die Details. Ja. Nicht nur der liebe Gott, auch der Teufel steckt im Detail. Das natürlich, aber wenn er sich nicht mehr die Mühe macht, die Details jedes Mal zu wechseln, sondern er nimmt jedes Mal dasselbe. Was du in bestimmten Maigret-Romanen, aber nicht in diesem Ernsten. Nein, ich meine jetzt nur in diesem hier. Trotzdem fand ich es auch spannend in diesem, dass man liest das, man liest die ganze Recherche, die der Detektiv anstellt und gleichzeitig liest man eigentlich die Entstehung eines Buches. Ja. Also die Auflösung des Falls ist wie Entstehung eines Buches, weil so recherchiert auch ein Schriftsteller. Und der Schriftsteller sagt irgendwie danach, jetzt habe ich es hinter mir. Das sagt der Leser unter Umständen auch. Ja, sollte und das jetzt die Überleitung sein? Nein, das ist keine Überleitung. Wenige Autoren konnten Einsamkeit so beschreiben wie der Simenon. Und er selber lebte, glaube ich, in einer Einsamkeitshölle. Und das mit den 10.000 Frauen ist nichts anderes als ein Ausdruck von einer furchtbaren Einsamkeit. Ja. Es ist ja auch biografisch, und jetzt müssen Sie uns helfen, Herr Altweg, es ist ja biografisch interessant, dass dieses riesige Werk entsteht und dann entscheidet er sich nach einer Pause, sich auf die Couch zu legen und mehr oder weniger die Protokolle seiner psychoanalytischen Erkundung zu veröffentlichen.
wo ein, ich glaube, über 1000-seitiges Werk bei rausgekommen ist. Ja, da geht der Selbstmord seiner Tochter voraus. Ja, natürlich. Gut, aber ich meine, trotzdem ist das, das ist der Einschnitt. Aber in einer solchen Situation zu sagen, ich veröffentliche das Intimste, selbst auf die Gefahr hin, dass dabei Dinge bei rauskommen, vor denen ich erschaudere, ist bei einem Autor, der ein Oeuvre hat, der ein arrivierter Mann ist, ja, ein kühner Akt. Aber das war der Selbstmord, der ihn völlig aus der Bahn geworfen hat. Und der musste dann... Und sie hat sich seinetwegen umgebracht. Also man muss sagen, sie liebte den Vater und deshalb hat sie sich umgebracht. Sie liebte den Vater zu sehr. Ja. Also es war eine inzestiöse... Und es sind ja auch ihre Aufzeichnungen, die er veröffentlicht hat. Und hat es, also Simon hat mal gesagt, in einem dieser Gespräche, was den normalen Menschen mit der literarischen Figur eben, was von ihr unterscheidet, ist, die Figur im Roman, die geht ans Ende seiner, ihrer Obsession. Also die lebt alles aus, was wir in uns haben, aber eben nicht ausleben, wegen irgendwelchen Hemmungen oder wegen sozialer Zwänge und so weiter. Bei 10.000 Frauen können wir nicht von Hemmungen sprechen. Ach, er hat das... Ja, das war die große Mehrzahl. Also wir können das nachher mal ausrechnen. Aber, wie viele Tage, wie viele Jahre? Der ist ja relativ alt geworden. Ich habe es nie nachgerechnet, das hat mich auch nicht interessiert. Aber er hat gesagt, das sei irgendwie plausibel. Genau. Er hatte viel Zeit. Nein, also, dass er sich eben so exponiert hat. Er hatte einen Erfolg mit den Romanen, nicht? Und er hat sich dann selber zur Figur seiner Fiktion auch gemacht. Und ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, mich in so viele andere Menschen hineinzuversetzen oder auch Figuren zu erfinden. Er hat gesagt, als Schriftsteller bin ich irgendwo gescheitert. Also ich habe den nackten Menschen gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Okay, den einzigen, den ich noch kenne, das bin ich selber. Und er hat einfach immer wieder seine Sachen protokolliert. Hat er denn den nackten Leser gefunden? Weil das ist ja interessant, denn er sagt doch immer, er will den nackten Menschen beschreiben, also er will ja zum Wesentlichen vorstoßen. Vielleicht hat er den nackten Menschen in uns gefunden, vielleicht spricht er den an, vielleicht ist es das Rezept des Erfolgs. Vielleicht sind wir deswegen so begeisterte Simenon-Leser. Kann schon sein, ja. Weil sozusagen auch unsere geheimen Obsessionen da ausgesprochen werden, die wir nicht zu leben wagen. Also man liebt ihn oder man lehnt ihn ab irgendwie, das ist wie immer bei den Krimis, nicht? Also man hat seine Vorlieben. Sie lieben ihn so sehr, dass sie den Tipp, der ihnen jetzt zustehen würde, vollkommen Simenon und zwar nichts Bescheidenerem als seinem Gesamtwerk widmen. Schießen Sie los. Ja gut, das ist jetzt wieder so eine Verlegenheitslösung, nicht weil ich mir keinen Literaturtipp vorbereitet hatte. Aber was Peter Hamm gesagt hat, er hatte zitiert, Gilles wurde gefragt, was soll man lesen von Simenon? Es ist wahnsinnig viel, es sind hunderte von Romanen, es sind Groschengeschichten. Aber ich glaube schon, ich meine, man muss nicht alles lesen, aber möglichst viel und es lohnt sich auch. Und also ich bin fast so weit. Die Glocken von Bissetrus, wenn man lesen, so der Schnee war schmutzig. Es gibt tolle Romane. Ja, natürlich, das sind ganz große Romane. Hat er an denen länger gearbeitet? Schon? Nee, glaube ich nicht. Nein. Das sind dann einfach diese Meisterschaft, diese Reife, die er erreicht hat. Das war schon eine Lehrzeit, die er absorbiert hat. Gabriele, ein großes Buch. Ein großes Buch, ein richtig großes, dickes Buch. Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe. Fernando Pessoa, 1935 mit 47 Jahren gestorben, ein portugiesischer Schriftsteller, der als Buchhälter gearbeitet hat. Und dieses Buch ist einfach hinreißend. Es ist poetisch, klug, es ist melancholisch, heiter, bitter über den Sinn und Unsinn der Liebe. Das hatten wir ja auch heute als Thema schon, über die Würde des Überdrusses, darüber, ob die Wirklichkeit unseren Durst löscht, über das Sein in Halbschattenprivilegien, es geht über das fahle Abendlicht, es geht aber auch über das ungute Himmelsblau. Sie können es aufschlagen auf jeder Seite und irgendwie werden sie umgarnt und werden gebannt, weil er schreibt über das Menschsein. Er schreibt darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein in allen verschiedenen Lebenslagen. Und es ist wirklich ein hinreißendes Buch. Es ist so nah und so klug. Und wie gesagt, gleichzeitig sehr poetisch und man muss es auch gar nicht ganz durchlesen, aber legen Sie es sich auf den Nachttisch. Es ist etwas, mit dem man abends wirklich mit guten Gedanken dann einschläft, weil es nämlich auch noch sehr klug ist. Ein Jahrhundertbuch und das hat die Melancholie des Fado. Ein Menschseinbuch. Ja. Es ist eine Frage ganz schnell, das Buch war ja immer erhältlich. Das ist jetzt eine Jubiläumsausgabe, bei Ammann. Eine einmalige Jubiläumsausgabe steht, glaube ich, drin. Und erweitert. Und ist noch ein bisschen, und die Übersetzung ist wohl noch etwas auch gefeilt sozusagen. Ja. Und es ist wunderbar.
Peter. Das muss man wirklich haben, dieses Buch. Ja, ich kann es nicht lassen. Ich empfehle mal wieder einen Lyriker, obwohl Lyrikbände ja überhaupt nicht gekauft werden, was insofern eigentlich komisch ist, weil Zehntausende von Leuten schreiben Lyrik, vor allem Frauen. Aber die schreiben anscheinend alle aus dem hohlen Bauch raus und orientieren sich überhaupt nicht an dem, was es gibt. Also gut, ich empfehle Georg Heim. Es gibt diese, bei uns 2001 in Deutschland sind das einzelne Läden, die haben, in der Schweiz wird es vertrieben durch Buch 2000 in Affoltern. Die machen spottbillige Ausgaben, die sich nun wirklich jeder leisten kann und jede. Und die haben gerade Rilkes Gesamtwerk in einem Band gemacht, Kafka Gesamtwerk in zwei Bänden. Umsonst sozusagen. Und haben erstaunlicherweise auch Georg Heim gemacht, der viel weniger bekannt ist, der 1912 25-jährig ertrunken ist auf der Havel und der dem Expressionismus eigentlich zugerechnet wird. Aber wie Trakl oder auch wie Ernst Stadler ist er dem Expressionismus ganz entwachsen in seinen besten Gedichten. Da ist kein O-Mensch-Pathos, keine ekstatische Gebärde, sondern es ist ein ganz leises, schmerzliches Parlando. Ich würde eigentlich gern was vorlesen, aber wir haben nicht die Zeit. Gut, dann. Das war eigentlich schon schmerzlich, sollte das aussehen. Ja, gut, aber Georg Heim, das Gesamtwerk, nicht nur Gedichte, Stücke, Prosa und ein tolles Tagebuch, war einer der großen Diaristen. Und ich nun ganz zuletzt zum 100. Geburtstag eines der mit Sicherheit größten Autoren des vergangenen Jahrhunderts, Samuel Beckett. Es ist viel zu Beckett erschienen in diesem Jahr. Es sind auch viele neue Errungenschaften darin. Es ist ein großes Buch von Knowlson wieder in einer broschierten Ausgabe zu haben. Dieses kleine Buch, was bei Berenberg erschienen ist, von André Bernold, heißt Beckets Freundschaft. Es hat Fotografien von John Minahan, die ebenfalls sehr schön sind. Dieses Buch ist ein außerordentlich leises, dezentes von einem Mann, der vielleicht Beckett am nächsten oder jedenfalls sehr nahe gestanden hat. Ein Mann, der selber Autor war, der mit größtem Skrupel sich diesem Mann nähert und über Dinge schreibt wie die Schönheit Becketts, die Hände, die Art, ein Gespräch zu führen, die Übereinstimmung in Gesprächsthemen, Gedankliches. Und dieser größte Schweiger wird plötzlich zu einem zugänglichen, liebenswerten, fassbaren Individuum, das einem diese Begegnung so kostbar macht, dass ich wirklich sagen würde, dieses Bändchen gehört zum Schönsten, gerade weil es durch so viel Skrupel getragen wird, was zum Beckett-Jahr erschienen ist. Und es beschreibt eigentlich 10 Jahre Freundschaft. Es sei Ihnen, wenn Sie sich überhaupt für Beckett interessieren, und das sollten Sie wirklich, innig ans Herz gelegt. Und das war's für diese Woche, das war's für diesen Monat. Haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre